Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend. Und wenn ihr schaut, oh, das muss einfach. SML Spieltag 4. Let's go. Teams wieder eingeblendet. Adrian ist auch wieder Hey, woo. dabei. Let's get this bread, bitches. Hype. Direkt Okay. entmonetarisiert, ne? Jo. Ja, bei meiner Amazon-Zahl kann ich auch safe monetarisieren, ne? Klar. Muss so. Jo, wie gesagt, Teams wieder eingeblendet. Wir gehen uns nochmal die Sets durch, bevor wir gleich anfangen. Ich fange mal an. Wir haben hier Kramux, der hat 4-Play Heatwave, Darkness und Tailwind. Mit 4-Play Life Orb können wir Zengo one-shotten. Mit Heatwave Life Orb können wir Attilas one-shotten. Und das sind so zwei der Mons, für die wir eigentlich am meisten Schiss haben in dem Kampf. Vor allem, weil wir Attilas selbst haben wollten. Die doofen Ja, Männer. ich Jo. hasse den. Also, Deshalb. dass wir den nicht haben. Dass wir den nicht haben. Das hasse ich. Ja, safe. Same. Ja, dann machen wir mal weiter mit dem Krötenkalle. Ja, der soll auch Arktiklas töten. Mit Stornage. Wir machen sie wahrscheinlich unter 40%, wenn der 40 ist, werden wir. Also Aber 42 Minimum mit Stone Edge und 62 Minimum mit Head Smash. dann. Ja, dann hauen wir den einfach um. Und die denken, die können dann recovern. Dann Und ja, sagen wir so, nö. können sie aber nicht. Nee, also das ist wahrscheinlich einfach viel zu einfach und wir werden nicht drauf. Ja, Mal safe. schauen, vielleicht funktioniert ja trotzdem. Ja, und der soll einfach nur böllern. Und durch den Tailwind von Kramux wieder ein bisschen profitieren, so wie letzte Woche. Genau. Ja, dann haben wir Hitzeheiner. Der, ja, der ist jetzt, glaube ich, das erste Mal dabei, ne? Ich glaube, hatten wir den nicht schon mal? Ne, wir hatten ihn bisher, glaube ich, nicht dabei. Okay, Ich kann dann mich nicht erinnern, gut. in der Season schon Fire Blast gedrückt zu haben. Premiere. Jo. Und der ist halt direkt schon ganz geil, weil wenn man mal so schaut, so ein Fire Blast will eigentlich dabei nichts fressen, außer vielleicht von die Fraß. Aber der will dafür so ein plus 1 E-Belt Rockslide nicht unbedingt fressen. Und wir können Und halt. Corsola noch. Ja, wir haben ja noch Dann einen haben wir. Grassnaught für die Bo Sandburg und für Corsola. Corsola, sagen wir so, Grassnaught macht jetzt nicht so viel gegen den. Aber wir haben theoretisch dann noch unsere Pflanzen dabei, sieht man ja schon. Aber da sind wir jetzt noch nicht. Wir machen jetzt erstmal noch weiter mit der Gebissgala. Die nicht weiblich ist. Schade. Der ist es weiblich. Muss er einstellen, genau. Ja, die Iron Head. Du leckst gerade? Da ist er plötzlich weg. Test. Okay, jetzt Test. ist er erstmal nicht wieder. Bin ich jetzt wieder da? Ja, man hört Hallo? dich wieder, ja. Bruder, muss los. ja, die Gebissgerda soll auch das Sanguis killen, so mit Okabei, dass wir den Fire Punch leben, dass sie das vielleicht nicht kommen sehen, und mit Sucker Punch können wir treffen, wie das Alpollo oder die Sandburg. Oder auch gegen Zengo machen wir viel Schaden. Oder Voltenso. Oder Morbites. Ja, sowas. Mal gucken. Mal gucken, ob das wird. Und dann soll er blöd rumtoxicken und Stayfox. Das ist richtig eklig, die Jungen. So, jetzt kommen die beiden langweiligsten Sets im ganzen Team. So vom Full Investment her. Einmal Rune Brigade, Full Fist Death. Cool. Ja, Drain Rapid Spin, Aroma Therapy und Leech Seeds mit Lefties. Ja, das ist einfach nur ein bisschen Support, der Junge. Oh, das Mädel. Der ist ziemlich cool, weil wir können alles Leech Seeden. Das Außer Tangulus. einzige, ja, und den können wir theoretisch mit Pollenpuff weghauen. Aber das werden die wahrscheinlich denken, wissen, irgendwas dagegen machen. Mal Ja, gucken. ein bisschen so Anti-Käferbeere. So out of Ich glaube, nowhere. es killt, ich glaub, es killt einfach trotzdem, weil der ist. Der hat legit kein Leben irgendwie so. Das ist halt echt weird. Der lebt einfach nix. Der ist auch nur ein Stock einfach. So, dann darf schon noch ein letztes Mal den Volt-Victor. Der gute alte Voltvictor, Man kennt ihn. ja, der ist, ich glaube, das ist einfach das vierte Mal, dass wir dieses Set spielen. Was halt. Wir sehen gleich lieber aus, weil wir dachten, ja, wir wollen halt einfach AV und ein bisschen was leben und ein bisschen austeilen, ein bisschen pivoten. Und Ja. ja, Giga Drain für die Sandburg zum Beispiel, Thunderbolt für so ziemlich Der alles, böllert halt für einfach. Flamethrower für Arctilas zum Beispiel oder Tangulist Jo. oder ja, genau. Jo. Dann challenge ich die gleich mal. Let's go! Let's go. Spaß, Vorfreude und so. Irgendwie Ich hoffe, die vielleicht. nehmen keinen Alpollo mit. Da ich nehme keinen Ich hoffe, mit. die nehmen einfach Sengo nicht mit.
Oder einfach Attilas nicht mit. Das wär's doch. Die nehmen einfach so Staravia. Was haben sie noch so? Staravia, Corazon. So, bin ich eigentlich von Okay, anscheinend müssen wir im Custom Game spielen mittlerweile. Okay. Wusste ich jetzt nicht. Ich habe zu viele Teams. Warum? Mein Browser einfach gerade voll. Nur mit Was Teams. haben die das gesagt, Die haben oder? gerade eben gesagt, ja, sei jetzt Spieltag 2, spielen wir eigentlich Custom Game. Nö. Spielen die etwa Battle Pass, die Säcke? looks like. Weil die dann das, weil die so auf. Oh, wenn die es auf Phonifrass passen, ne? Mit Maske Regen. Also, mal schauen. Okay, ich würde erstmal gleich mal Rocks legen dann. ja, aber Hitze Puh. einer hat Bock, das sehen wir jetzt schon. Der hat mächtig Bock. Ja, mit was gehen wir rein am Anfang? Electros einfach? Ich bin eigentlich dafür, dass wir einfach mit Kamalm lieben und das und Scarf baiten und dann das Dings weghauen. Ja, Also das wäre also, jetzt weil. das wäre jetzt Dann der haben wir einfachste sogar Plan. Tengu, das soll der Voltensolid. Mal schauen, ob sie es überhaupt Ich habe halt. feiern. Ich habe halt. Bist du noch nicht im Game drin? Oh fuck, ich habe die also mit Schulter geschaltet. Bruder, muss los. Ich bin behindert. Weil kurz das Passwort bei Discord. Nein. Du kannst mir auch einfach. Ich join einfach so und du drückst halt einfach. Ist doch Wurst. Okay, ja. Ja. Geil. Jo. Okay. Die haben keinen Alpollo dabei, finde ich cool. Finde ich auch sehr cool. Und die haben die Sandburg nicht mit. Oh, das ist. Stimmt, das ist natürlich auch ganz geil. Da freut sich halt vor allem. Und wir haben Corazon nicht dabei, heißt, wir können einfach. Naja, Kritiker lebt einfach. Jo, also ich will jetzt eigentlich. Will ich mit Elektros reingehen? Oder sollen wir doch mit Krötenkalle? Der Chat einfach instant zugespammt. Was ein Arsch. Also aber Elektros? Ich denkst du, die Lieden mit Maskeregen? Ich kann mir halt Voltenso oder Maskeregen vorstellen. Und ich denke mal, die werden auch sowas wie Energieball auf Maskeregen haben. Das eben, ja. Deswegen Elektros. Der kann sich auch gegen alle von den Mons wehren. Das ist halt die Sache. Okay. Hau rein. Jo, ich sag's doch. So, jetzt aber ins so U-Turn, oder? Genau. Also, ich sehe keinen Grund, warum wir das nicht machen. Ja, ist halt wirklich so. Also. Ja, einfach U-Turn. Also. Das ist Let's so, get das ist desperate. offensichtlich so. Jetzt kommt so die Dinge, jetzt wir haben nur V-Switch, dann so Bitsfinger triggert einfach so instant. Das hatte ich ja in der mit der UDT, wo ich auf mit meinem Rotor und Warsh aber direkt First Turn Mega Man Nate Trick getriggert habe, das war nicht cool. Ja, das glaube ich. Toxic, eklig. Lul, die haben Toxic gemisst. Ja, verdient, wer so einen Move spielt. Der hat es nicht verdient, das zu treffen. Eben. So jetzt. Jo, das war die Sache. Was gehen Das wir jetzt? ist eigentlich nicht das, was wir wollen, oder? Aber da ich das Toxic spielen, wenn jetzt ja nicht, ob die ist. Aber die wäre. Ist ja Scarfrucht jetzt eh nicht. Nee. Ah. Edgos? Machen wir Seeds ein bisschen scouten. Haben wir so ein bisschen JFF rumziehen. Oder wollen wir einfach in den Feuerhafen gehen? Der ist halt nochmal minus Spätzle, der wird halt saumäßig kassieren von dem T-Bot oder von dem V-Switch. Ja, aber die wissen.
wissen ja nicht, was wir für ein Set sind, oder? Ja, aber ja, schon, aber. Aber ja, doch, wir könnten eigentlich einen Scarf mit dem vortäuschen. Hm. Sollen wir? Warte, ich muss mal gucken, ob das überhaupt killt, wenn wir Scarf sind. Kannst ja schon mal reingehen. Geh schon mal Ja, rein. okay, ja. Weil das sieht dann aus, wie wenn wir nicht so lange über. Ja. Jo, Sache ist jetzt, ich will jetzt eigentlich nicht den Feuerfänger von Fonifas triggern. Ist jetzt die Sache. Gehen wir jetzt auf den Fireblast, mit dem wir Voltaire halt safe killen, aber Fonifas halt triggern. Oder ihn auf dem Rockslide, mit dem wir wahrscheinlich Manectric nicht killen, aber Fonifas halt killen würden. Oder halt so viel Damage auf ihn drücken würden. Ich muss mal kurz gucken. Menektrick. So, ich muss vielleicht erstmal unsere Sets reintun. Wäre vielleicht Ja, wäre ganz eine Möglichkeit. schlau. Wäre ganz schlau, oder? Wäre auch cool, wenn du dich ein bisschen beeilst, dass es nicht wieder so aussieht, als wären wir so mega lange am Überlegen. Weil es kann ja sein, dass wir Ja. überlegen, ob wir lieber ob wir was drücken wollen oder ob wir direkt rausgehen, weil die Ferien vor die Phase gehen. Aber kannst du mal kurz kalt, wie viel der Rockstar macht, weil ich es gar nicht mehr ganz im Kopf habe. Ich habe das jetzt vor 5 Tagen oder so zusammengeworfen. Gegen wen? Gegen vor die Phase der Rockstar. Wie heißt denn der auf Englisch? Heatmore. Heatmore. 63 bis 75. Ja, die Sache ist halt jetzt, wenn der jetzt einen Fireblast frisst, dann frisst er ihn halt, dann frisst er ihn halt komplett, dann hat er einen Feuerfänger drin. Und ich mag Feuerfänger nicht so. Dann drück mal Rockslide, oder? Ja, aber dann killt der wahrscheinlich, dann kann der uns halt irgendwie einen Summing Tantrum drücken direkt danach. Und da habe ich echt nicht so Bock drauf. Dann drücken wir jetzt Rockslide. Ja, aber dann kriegen wir vielleicht das Manectric nicht. Wenn der Stunlight und T-Bolt drückt, ist halt scheiße. Ah, der killt uns nicht. Ja, so Rockstar oder Fireblast? Was sagst Komm, wir gehen für Rockslide, oder? du? LOL! Ich Krass. bin heftig. Jo. Aber, ja, ist aber nur Rockslide. Müssen wir. More Heat. Ja, aber einfach Rock, tut es leid. Oder Work-Uppen. Nee, drück noch mal. Der Hitzehainer, Alter. Der Hitzehainer. Sind direkt Ich Predict habe AP am gerade. Start. Die Sache ist halt gerade. Ich habe ganz kurz überlegt, ob Kraftschub in Gen 8 schon raus ist, aber wir haben ja letztes Mal auch offline nun gespielt, deswegen. So, die überlegen jetzt, was wir für ein Set sind. Wir sind Ja. ja E-Build und haben ein bisschen Attack. Kann ja sein, dass sie jetzt einfach denken. Jetzt sind jetzt in Everlack gehen, Alter. Der fliegt. Na, das machen die nicht. Die Sache ist halt jetzt, wir nehmen halt wahrscheinlich jetzt irgendwas safe mit. Wir nehmen gerade irgendwas safe mit. Everlock, yo. Und jetzt Fireblast du einfach, oder? Ja. Und die haben keine Boots, wir gehen jetzt aber auf Fireblast. Den Ja, Kill. und wenn da, und wenn dann Heatmore reinkommt. Dann drücken wir einfach Rockslide. Was ist das Problem? Heatmore ist Alter, jetzt. Hitzeheiner macht die Pressure. Ja, eben. Ich sage, wir nehmen jetzt irgendwas safe mit, wir jetzt aber auf Fireblast. Los. Hau rein. Ich sag, wir nehmen immer safe mit und damit ist jetzt schon eins der Mann, vor dem ich am meisten Schiss hatte, weg. Und jetzt kam einem halt richtig Bock, ne? Ich mag den Hitzeiner jetzt schon, der ist cool. Wir haben Ava Max getötet. Nein. Der Gute. Der ist doch jetzt safe gesashed. Ja, der will's rappen wollen oder so. Ich denke, das sollten wir einfach nicht zulassen, oder? Ja. Also wir können sowieso nicht, wir können sowieso nicht Wir können den aufhalten. flinchen. Sollen wir? Ja, also es ist besser als Fireblast, oder? Weil bringt Ja. uns eh nichts. Ja, wir werden jetzt eh gesashed sein. Auf Jo. Rockstars. Wenn jetzt das Finish kommt, ne, ich hab ihn gecallt. Alles cool.
Ah, das wäre schon absolut ekelhaft. Da würde Hex, ich mich Hex schlecht mit fühlen. Ansage sind keine Hex mehr, Mann. Ich würde mich trotzdem schlecht fühlen. Kannst du nicht machen. Aber schon mal nicht 6-0 verloren. Ja. Das ist eigentlich unser Motto, das ist eigentlich unser Motto Und jeden Grill Spieltag. Cheetah pressure die halt wie Scheiße. Das ist halt krank. Guck dir das an. Der pressured einfach den Scheiß aus denen raus. Nur Manectric ist schneller. Ja. Und den Rest kann der eigentlich halt so ziemlich alles killen. Also auf plus 1 vor allem, aber. Wow, Alter. Der ist halt completely insane. Der hat auf jeden Fall Lust. Ich bin mir sehr froh, dass mich überzeugt, dass ich auf Rockside gehe. Dass wir auf Rockside gehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie einfach gedacht haben, wir sind Ska, weil wir halt ins Voltenso gegangen sind und auf Rockslide. Das. Aber ich glaube, dafür hätten sie dann scouten müssen. Ja. Und dann hätten sie immer noch schauen können. Nie mehr haben wir im Box halt gerechnet. Die können jetzt auch einfach so Score drücken oder so. Aber dann haben die keine Webs. Dann gehen wir einfach in Kramux und nehmen den mit. Stell dir vor, die haben keinen Sash. Okay. Oder? Warum bis jetzt? Feuerblast? Dann Also was? leben wir nicht, dann leben wir nichts mehr von diesem. Von Sengo oder was meinst du? Oder von Tengulist oder von Heatmau, was meinst du? Von was willst du schon noch was leben? Ich sehe gerade. Wir können auch in Electros gehen, so ist nicht. Ja, wir gehen in Elektros. Ja. Erstmal der V-Switch, wo gehen sie rein? Ich habe jetzt mal auf Senkus, einfach mal. Wahrscheinlich voll wäre gerade gegen das Dinger auf Fireblast gegangen, der wäre einfach jetzt instant auch Voltenso tot. So, das war jetzt klar. Nehmt sein Tox mit. Weil ich die Sache, ich will eigentlich ja gerade sind wir raus in Mobile? Ja, das ist halt das, wofür wir es gemacht haben, ne? Ja, eben. Let's go for Mobile. Können nicht in. Wenn die SD drücken, ist es vollkommen fein. Ja, weil dann hat halt Ich Kramux glaube. Bock. Dann hat Kramux komplett Bock. Weil die dann halt. Die Sache ist halt, sie können jetzt theoretisch mit Fassade und CC spielen, aber die werden halt, wenn wir Traumagie im Team haben, nicht nur Fassade und CC spielen. Das kann man nicht machen. Gibt es Garda? Fassade. Easy getankt. So, jetzt Iron Head. Willst du Iron Head oder wollen wir Rocks legen? Wir können auch Kann nur Rocks. einer. Wir können auch Rocks legen, so ist nicht. Aber ich will eigentlich gerade Sengus hier nicht. Ich will es eigentlich so schnell wie möglich. Obwohl, wir können es eigentlich danach mitnehmen, so ist nicht. Ah, das ist halt gerade ein bisschen kacke. Sollen wir rocken? Wir drücken halt danach mit Sucker halt immer noch richtig viel Damage. Und vor allem, die haben den Spinner halt nicht mehr, ne? Und die haben dann halt. Oder was würden sie denn jetzt gehen? Wahrscheinlich ein Maskering Fornifras. oder ein Heatmog, genau. Ja, und wie viel machen, ja, und gegen Heatmon, also wir rocken, ich will jetzt sagen, wir rocken. Und je nachdem, was danach reinkommt, drücken wir Sack oder Iron Head. Ja, okay. Masquerain, okay. Wir rocken. Jetzt einfach Iron Voll. Head. Aber ich sag jetzt, wir haben jetzt minus eine Attack, ne? Dann machen wir jetzt nicht mehr so viel, ne? Oder wollen wir einfach in Kramworks gehen? Was willst du mit dem jetzt machen? Das sind halt in Sash. Ja, aber also theoretisch können wir ja, wissen wir, dass wir vielleicht Defog haben könnten. Aber was, wenn Und dir was wäre, wissen wir ganz. Die Sache ist halt, Kramux tankt halt nix. Heißt, wenn wir jetzt in Kramux gehen und die dann eh denken, dass wir defoggen, dann. Werden sie mit dann. Maskeregen wahrscheinlich irgendwas klicken und ein Bug was killt Murkrow wahrscheinlich. Das ist ja nicht so schlimm, weil dann. Aber Wir haben ja der. eh kein, wir haben ja eh kein Defog drauf. Ja, aber der soll eigentlich noch Sengus mitnehmen. Der Ja, soll. wir haben ja Der soll auch gerade. noch was anderes, was Sengus mitnehmen soll, oder? Ja, theoretisch killt Cheetah. Oder Plunkiefer. Aber. Ich bin gerade echt unsicher. Aber die Gebissgerda ist halt auch für Sengus da ein bisschen, ne? Was denkst du, was die spielen?
Ich denke jetzt einmal, dass ich auf dem Ding wahrscheinlich irgendwie Bugbuzz, Sticky Web, Energy Ball und wahrscheinlich noch irgendwas gegen Flunky, vielleicht irgendwie eine Skyter und Shadow Ball, dass Flunky von auch hitten können. Das hätte ich jetzt einfach gesagt. Oder eine U-Turn kann halt auch sein. Aber ich Oder glaube wollen eher, wir hab eher Skyt wegen Cheetah. einfach Tock kriegen? Obwohl, ist nicht der Play, ne? Toxic sehe ich gar nicht. Ich würde eher, ich würde, ich sehe gerade eigentlich hauptsächlich einen Iron Head. Na gut. Lego. Aber das Stunspore, okay. Stunt. Ja gut, das ist jetzt doof. Instant einfach. Oder wollen wir in Elektros gehen? Wait, wait, wait. Will er jetzt setupen? Wir haben vorhin noch gesagt, dass der vielleicht Baton Pass spielt. Ich würde es einfach sagen. Also die Sache ist, der will jetzt wahrscheinlich auf Manectric oder auf Heatmoss passen. Oder auf Tangulus theoretisch auch. Oh, ich Ja, überlege gerade. wollen wir in Elektros gehen? Elektros, ja. Da kann ich hier parat werden, da kann Damage drücken gegen alle drei. Ja. Wobei die Sache ist halt jetzt. Auch was fliegt man? Auf Fonifras oder auf Magic? Weiß ich nicht. Schwierig. Defog, okay. Defog. Ja, okay. Okay, Jetzt. da die. Der hat Defog und Stunspore hier drauf. Das heißt, der hat wahrscheinlich. Spielen dann überhaupt Webs? Dann hat er aber nicht so viel gegen was anderes. Können einfach. Wollen wir U-Turn einfach drücken? Das ist entweder sein Sash weg und die Ja, gehen. oder die, oder wir hitten irgendwas an. Und auf was gehen wir an, wenn wir den angehen? Dann können wir eigentlich in Murkrow gehen und einfach Heatwaven. Ja. Wir sind eh langsamer. Jo. Was drückt er jetzt? Also, auf Volt Victor macht er halt nichts. Außer er hat jetzt irgendwie Sleep Powder oder so auch drauf, aber das wäre immer komplett behindert. Glaube ich nicht. Glaubst du das? Das wäre Jetzt. irgendwie komisches Wechsel. Ich kann mir ne, es in, also, ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass jetzt irgendwie am Ende gleich noch irgendwie mit Felsding oder so kommen, mit Aqua probieren durchzugehen. Es ist GPL. Es ist nicht GPL, es ist SML. Da passiert alles. Das ist alles Shit. Okay, Okay, U-Turn, was gehen sie? das ist sehr gut, sehr Das gut, ist sehr gut, ja sehr sehr gut. gut. Ich will jetzt auf alles reagieren. Geht einfach mal in Tangulist, oder? Freunde. Tengulis gehen wir auch auf in Kamoxylon und drücken Heatwave. Der stirbt dann unser U-Turn, oder? Ja, halt wirklich. Läuft in den, okay. Okay. Ja. Wie das ist hier? Sache ist halt, wenn wir den gekillt bekommen, ne? Wenn wir Manectric jetzt gekillt bekommen, geht halt Simis hier durch. Vermutlich. Wobei die Sache ist halt, wenn wir jetzt einen T-Bolt fressen und danach, eine Quick Attack von Zengoose hitten und tanken wahrscheinlich nicht mehr. So ist nicht. Aber ich will jetzt einfach ins Simis hier gehen, weil was willst du gerade sonst gehen? Ja, okay. Einfach Fireblasten. Sicher? Was willst du, was machen Rucksack wir? killt ja auch. Ja, okay, können wir auch theoretisch machen. Und hat Ja. Rucksack mehr Genauigkeit? Ja, 5%. Jetzt müssen wir die. Wenn wir jetzt den Rockside Ja, die. müssen, ne? Ja, der wird jetzt auf T-Bolt gehen. Ziemlich Ja. sicher. Oder V-Switch. Und selbst dann nehmen wir halt irgendwas mit. Alter, Genau. Cheetah ist immer komplett insane. Vielleicht haben sie sich nicht so gut vorbereitet auf. Vielleicht dachten sie einfach so, ja, Heatmoss regelt. Und dann haben sie den Rockside vergessen. Das wäre wahrscheinlich, so, das wäre mir am ehesten forscht. Weißt du was? Was mir halt auffällt? Wir haben bisher nur Electros, Mawile und Cheetah benutzt. Ja gut, die haben auch nur Manectric, Heatmoor. Die haben es ja alle schon auf dem Feld, ja, außer Tangolist. Achso, stimmt, Tangolas hatten sie noch nicht. Ja.
Aber mal nicht übermütig werden, ne? Dann Ja, können alles wir noch gut. verlieren. Alles gut. Ich sag nur, dass Hitze einer insane ist. Mehr nicht. Shift Shift-Tree. plus R. Ist der wird Sucker punchen. Zu 1 Milliarde % wird er jetzt sackern. Ja, aber die müssen jetzt Plays machen, theoretisch, oder? Ja, Sache ist gerade. Brauchen wir Crit. Sache ist Crit. Cheetah kann es theoretisch von allen 4 Mons Prios fressen. Theoretisch. Vorhin war es kein Sucker. Der hier kann Sucker. Tangle ist kein Quick Attack. Und Masquerain kann im Fall des Falles Aquajet. Wollen wir ihn jetzt noch auf 24%. Wollen wir jetzt noch um ihn auf 24% halten? Ja gut, ne? U-Turn, Defog, Stunspore, Aquajet, ne? Ja, Nächste. let's go. Nee, Wollen so. wir in Murkrow gehen? Ich überlege, ob wir überhaupt Crit-Cheater halten wollen. Weil der jetzt eben, dadurch, dass er jetzt auf 24% ist, halt nicht keine Prio mehr tanken wird. Und wir haben selbst keine Prio. Aber dann kamen wir ihn immer noch als Fodder für irgendwas. Weil, weißt du, eigentlich müssen die jetzt bei denen jetzt einfach für einen Sucker abzuwerfen, wo wir einfach Willst du auch jetzt, wirklich was. wo Mawile geparat ist, unbedingt jetzt noch Kramux einfach random irgendwas reinwerfen? Ja. Nein. Ich weiß nicht. Können auch in Morweil gehen. Na, eben hätte ich jetzt wahrscheinlich gesagt. Mawile einfach nochmal rocken. Ja, okay. Je nachdem, was halt jetzt passiert. Ja, okay. Nehmen wir. Dem mit Para ist es ja eh ein bisschen unsafe, mit dem jetzt noch zu spielen. Ist einfach rocken. Muss aber Iron Okay. Hand, wenn die jetzt in Masquerain gehen. Okay, Ja, wait, los. der ist ja noch unangehittet, ne? Masquerain. Mein Layout ist eh ein bisschen mehr, deswegen kann ich mir gerade Masquerain nicht angucken. Das ist ein bisschen kacke. Die können halt nur die Duty Boots oder Sash haben. Sollen wir Toxen? Dann können wir, wenn Masquerain reinkommt, können wir halt trotzdem ein bisschen Damage reindrücken, falls der irgendwie gesashed ist. Und danach können wir rocken. Ja, können wir auch machen. Ja. Aber Toxin ist halt scheiße, wenn die jetzt in Senku. Da haben wir dann nichts. Ja, können wir auch rocken, wenn du willst. Na, wir können dann immer noch Sucker punchen gegen den. Ja, eben. So, Let's Lisa go. Mawai ist halt geparat, heißt, er wird jetzt eh nicht mehr so arg viel machen. Jo, passt. Sucker. Warum hast du Toxic gedrückt? Ach, ich bin behindert, ja, sorry. Huf. Also, Sucker. Ja. Ich überlege gerade, so wenn ich Jailbox zweimal nachgeht, halt Murkrow durch, ne? Nach Roxy, dann jetzt Murkrow durch. Na, wir können ja theoretisch immer noch überall Perioris haben. Ja, okay, ja, stimmt, ja. Sucker. Mach guten Damage. Close Combat. Geht, okay. So, und Murkrow. Zu. Keine Ahnung, wie viel Prozent. Murkrow. Zu allen Prozent. Los, Rabenrobot. Ja, im Was drück Robert. mal? Drück Foreplay. mal. Foreplay. Wo willst du Dark Pearson? Eigentlich Wurst, oder? Ich glaube halt schon, aber ich werde ich das sicherste drücken, was wir haben. Na gut. Na, der ist eh Speeddef minus 1, also killt er sowieso Ja. alles. Können wir Ja, auch eben. Heatwave drücken. Ja. Sache ist ja jetzt, selbst wenn die jetzt, was ich mir ja gerade noch vorstellen kann, dass sie jetzt vielleicht probieren könnten. Das jetzt so lange rumswitchen, bis sie eben den killen, aber gehen wir einfach in den letzten Turn. Also, falls die Quick Attack von ihm dann in der Zwischenzeit killt, gehen wir einfach mit Rabenrobot auf den Tailwind. So, Heatwave. Jo. Wir können jetzt den Tisch low gehen lassen, wie wir wollen. In der Größe gehen wir auf Tailwind und gehen in Kamalm, wenn die uns gekillt haben. Kamalm holt es dann am Ende. Und der ist jetzt angechippt, der Kollege hier. Ja, wir können jetzt hier auch in Electros gehen, so ist nicht. Nö, wir haben keinen Grund, oder? Eigentlich Haben wir nicht, Grund? aber man könnte es hier machen, wenn wir Merkmal ein bisschen hochhalten wollen. Pff, der ist noch nicht so wichtig. Der soll jetzt ein bisschen Damage drücken, aber am Ende Tailwind. Ja. Genau.
That's the plan. Wait, kannst du erstmal Kalt kommen, Dark Pulse killt, weil ich weiß nicht, ob ich gerade die 90% von Heatwave um ihn eingehen will, wenn ich es nicht muss. Einfach nur, dass wir safe gehen können. Weiß nicht, ich glaube nicht, dass der killen wird, oder? Ja, eben, deswegen frage ich ja. Wir haben immer noch 85 Attack. Spätze Attack meine ich. Und deshalb Full Spätze Attack investiert und haben Life Orb. Deswegen. Kannst du wie sagst, Der mit hat Micro doch. bisher jede Woche dabei hatten? Nee, wir killen nicht. Wir killen definitiv nicht. Okay, also Heatwave. Und sag es jetzt wieder, wenn selbst wenn sie jetzt einen Heat Morgan drücken, hat Dark Pulse fertig. Wie viel hat ein Heatmor noch? Der hat 36, ja ja. 36, eben den killen wir halt safe. Außer kommen jetzt Jupp. irgendwie hier Anti-Undichtbeere auf einem Mon, was keine Undichtschwäche hat. Ab wie viel Life Orb Ticks killt ein Quick Attack? Ich glaube, der macht 54 bis 62, heißt ab dem dritten. Ab dem vierten meine ich. Also kann killen, aber muss nicht. Der macht 54, der macht doch nicht so wenig, oder? Wir sind ein scheiß Murkrow. Es ist halt auch nur ein scheiß Quick Attack. Es ist ein Toxic Orb Zangoose. Der macht Ja, der. 74 bis 87%. Oh, dann habe ich den Kalk irgendwie falsch im Kopf. Stabilo. Nice. Ah, ich habe Ja, einfach damit der. Full HP gekalkt, deswegen. Ist ja egal, wir nehmen jetzt sowieso immer noch was mit. Warte mal, wir sind doch mit Tailwind schneller als er mit Quick Attack, oder? Ja. Und er Deswegen. macht. 74 bis 87. Shift Tree. Hier mal raus. Haben wir Kushida einen Grund? abwerfen. Ich weiß gerade nicht, ob der jetzt vielleicht irgendwie einen Sash hat oder so. Und ich weiß nicht, ob. Ich. Ja, aber pff, was machen wir, nachdem wir Kretschita Oh, die haben abgeworfen? mit. Ja, die schreiben gerade noch einen Missklick. Ob das jetzt. Kann sein, dass es das jetzt einfach ein Try ist, ob sie uns jetzt hier irgendwie in eine Falle locken wollen. Kann jetzt sein. Das wäre schon ganz schön arm, oder? Keine Ahnung. Was machen wir, wenn wir dann Dings abgeworfen? Was meinst du? Dann Was gehen wir macht? in den Electros und drücken U-Turn. Wenn dann Zangoose reinkommt, gehen wir in Kramurks. Wenn dann Ponyfass reinkommt, gehen wir in Kamalm. Dum. Falls ich jetzt gerade hier nichts übersehe. Ich würde einfach Heatwave drücken jetzt, glaube ich. Willst du jetzt wichtig den Tailwind wegwerfen? Falls jetzt da irgendwas passiert. Ja, geh halt in Kant, geh halt in Kretschida. Ja. Dann jetzt Electros und U-Turn. Wollen wir auf dem Fan vor. Der Heatmor kommt. Die haben Er keinen ist ja. Zacker gedrückt. Dark Was? Pulse, oder? Was? Hm? Was meinst Die haben keinen Zacker Punch verdrückt worden wegen uns. Einfach. Oder willst du jetzt Kamein gehen? du? Die sind nach der Roxy direkt raus. Der hat bisher noch nichts gemacht, der Junge. Jo. Gehen Kamein, oder? Ja, komm mal. Das ist safe. Können wir den noch Eldegoss abwerfen, dann sind wir fertig. Oder so. So. Dann gehen wir einfach für die Safe. Oh, na, vielmehr für die Safe Liquidation. Let's go. Oder geh für Head Smash für Style Points, oder? Liquidation trifft Safe. Ich will Safe gehen. Wir haben immer noch mehr Loses als Wins, Mann. Ach so? Mensch. Ach so, lol, XD. Was denn ist passiert? Ich dachte, wir stehen 3-0. Echt? Da wir stehen 80 zu minus 77.
Nice. So wollte ich schon immer mal stehen. So. What is. Ey, Tom, die sind ganz, die sind ganz out of nowhere, sind jetzt einfach gescarft. Dann ist aber alles weg. Wäre das so schlimm? Ja. Wer ist? Hm, doof. Passiert. Okay, sonst ist ja nichts Weg mit gut. dem. So. Dreadnought hat jetzt schon mit Zengo gleich gezogen. Oh ne, Zengo hat ja Mauer gekillt, scheiße. Wie viel hat ein Tangolist Speed? Tangulus hat 80. Also Speedbase. Tangolist ist ein Hurensohn. Ja. Shift Tree, okay. Werfen wir jetzt Eldegoss ab. Also, den kann man noch nicht abwerfen, der lebt, glaube ich, ein bisschen was von dem, aber wir können da reingehen, ja. Los. Schön, wir alle so am Throne sind hier gerade. Warum haben wir eigentlich keinen Pollenpuff? Ich liebe diese Tja, Attacke, die ist so schön auszusprechen. Pollenpuff. nee, ist, ich habe Pollenallergie. Lol. Ich war einen sehr schlechten Joke mit Puff machen, und dachte ich mir so, nee, lass mal. Aber wegen Sieht Pollen. doch, sieht doch eh keiner. Scheiße. Nee, ich. Lol. Lol. Wir können immer noch verlieren, ne? Na klar, können wir immer noch verlieren. Der kann auch einfach alle unsere vier Monster mit seinem Zengo killen. Das war ein sehr süßer Crit. So, Krass. willst du einfach ziehen, falls jetzt ein Zengo gehen? Nein, 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 das wäre komplett Choke. Drück einfach Giga Drain. Okay. Blockieren wir den jetzt? LOL, der ist nicht so einfach down. Haben wir Protect? Nee, leider nicht, aber wir haben Rapid Spinning, gehen wir noch ein bisschen, so ein Speed Boost, sind wir schneller als Tangolist vielleicht. Sterben wir nicht? Also, sind wir krass. Blumen Brigitte! Alter, was? Nein, lass Blumen Brigitte bitte am Leben. Wirf jetzt das Murkrow oder so ab. Oder Es ist jetzt lass ein so, Murkrow gehen. ist jetzt so wichtig, dass es Ja. nicht. Okay, ja, der hat uns ganz gang gesaved. Blumen Brigitte soll bitte leben. Es lebt! Nee, ist so, okay, du hast jetzt eh Pollenpuff. Genau, ich drücke jetzt Knockoff. Ja, und wir drücken jetzt Pollenpuff, den wir nicht haben. Von mir aus. Ja, drück irgendwas. Ich hab grad schon mal cool reingeklickt. Jetzt sonst so Achso. plötzlich so mit Böch all of nowhere der Orkan. Ist doch scheißegal. Eben. Also, es wäre mal cool, wenn wir mal höher als 1-0 gewinnen würden. Ich habe bisher einmal gewonnen. Ich glaube, bisher sollst du nicht allzu viel erwarten hier. Ja, gut. Aber Alter, Eldegoss hat einfach Zengus getötet. Wenn man sich so, okay, wir bauen jetzt dieses Flunkyfer genauso auf, dass es gegen Zengus gewinnt. Und dann noch das Kramux so, dass es gegen Zengus gewinnt. Am Ende machst du einfach Eldegoss. Eldegoss denkt sich so, am I a joke to you? Vielleicht jetzt einfach zwei Kills, der Junge. Echt? Wann der schon einen Kill gemacht? Hat Hundemann. er vor. Ach, der hat Hunde. Ja, stimmt, wir haben hier Hundemann ausgestorben damit. Ja. Knockoff. Alter, Autsch. nicht der Life-Orb. Tailwind. Nein, nein. Los, gönn it in. Hate Weave. Hate Weave. Hey, der Scarf, der Hure. Ist halt wirklich lol. XD. Könnten wir jetzt eigentlich auch mit Eldegoss einfach ausdauern? Oder haben wir Cotton Down? Ne, wir haben Leider schon nicht. Regenerator. Wir haben Regenerator. Jetzt ist aber ein Etrus und U-Turn. Weil. Ja. Haben wir mit Etrus schon einen Kill gemacht? Oder wollen wir nicht einfach Kamein den Camp geben? Die sind gescarft.
Sind's halt, ja. Sollen wir einfach jetzt den geilen Headsmash-Kill mitnehmen? Warte mal. Ich gucke das jetzt nach. Der ist safe gescarft, wir haben 308 Speed auf Murkrow und der hat maximal Nein, nein, 284. nein, nein. Ich will nur nachgucken, ob wir nach dem Headsmash sterben, wenn der uns knockt. Ah. Wahrscheinlich nicht, oder? Ich weiß nicht, guck mal. Wie heißt denn Tangolist? Shift Tree. Das stimmt. Jetzt extra Schiff. für den Steel-Kill nochmal kalken, Alter. Junge, natürlich. Und dann müssen wir einfach gegen unser Dreadnought. Wo ist denn Dreadnought? Ach da. Krötenkalle und Senfmann, Ehrenmänner. So, und Knockoff macht bis 55%. Headsmash macht bis 47% Recoil. Weg mit dem. Also, Dreadnought, go. Jo. Ja, Head Ah, das ist Smash. jetzt schon. Der killt Das ist aber jetzt schon ein schon. bisschen. Das ist eigentlich jetzt schon ein bisschen Disrespect, aber Egal. Oh fuck, unser Stone Pad ist weg. Egal. das. Easy. Alter. Wir Lol. noch mit 2% lebt, der Junge. Alter. Krötenkalle. Der hat diesmal mal 2 Kills gemacht, ne? Folglich hat er gerade Zaplan überholt. Kann sein. Aber Leute, das waren jetzt die 2 Win in Folge. Die einzige Streak, die wir diese Season haben werden. Safe. Dann bis nächste Woche zur SML. Und ciao. Ciao. Ciao.